Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Alice Madness Returns und wir sind hier in Kapitel 2 gelandet. Und ja. Was auch immer das für ein Ekel für die war. Ich erinnere mich daran nicht mehr. Super. Geht's da irgendwie hoch oder so? Sieht nicht so aus, also müssen wir hier irgendwie so rum. Ich will diese doofen Zähne haben. Aber da komme ich nicht hoch. Bah! Blöde Zähne. Ich hätte, da geht's doch irgendwie rum. Oder? Da geht's so rum. Oh oh. Das ist eine Rutsche. Oh verdammt. Oh verdammt. Oh verdammt. Okay. Flasche? Flasche. Flasche klingt gut. Hätten wir doch glatt eine Flasche irgendwo sein. Genau. Die Haarphysik, die verstören mich jedes Mal zutiefst. Haben wir hier sonst irgendwas Interessantes? Nö. Nur noch die Flasche. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Dampfer. Und... Achso, das fällt hier runter, deswegen. Gibt es hier diese komischen Geräusche. Ich höre ein Schweinchen. Heute mache ich das ein wenig souveräner als die ganzen letzten... die ganze letzte Zeit. Oh. Okay. Das ist eine Flasche, ich will da rein. Meh.
Und hier ist irgendwo eine Schnauze. Ah, da. Oh, halt, ich weiß, wie ich da reinkomme. Ich hab doch meinen Hasen. Aha! In den Ecken ist es aber ziemlich dunkel gewesen gerade. So, genau. Da geht's lang. Hoch. Schubst mich nicht weg, du elendes Misttier. Das sieht wieder sehr nach Kampf aus. Ich höre ein Schweinchen. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da kommt das. Also muss ich impfen. Kann man doch nichts anderes machen. Steckenpferd. Soeben erhalten. Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnereien. Einfach umwerfend. Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Oh fuck. Stimmt. So war das. Aua. So. Jetzt habe ich aber das Steckenpferd nicht geübt, ne? Nur so nebenbei. Vergiss nicht, hier eine Waffenmenü auszugeben. Nee, vergesse ich schon nicht. Keine Sorge. Na? Ja, okay, das ist das Steckenpferd. Und ich höre immer noch einen Grunzen. Vielleicht ist das in der gegenüberliegenden Wand. Aber ich will da hoch. Da muss ich aber erstmal irgendwie höher. Steckenpferd. Oder komme ich von hier auch da hoch? Aber wir werden sehen. Oh ja. Können wir auch hoch. Jetzt bin ich einen Schritt zu weit gelaufen. Ich wollte eigentlich schrumpfen, um zu gucken, wie weit ich noch laufen kann. Und dann habe ich das vergessen. So, jetzt bin ich am äußersten Rand.
richtig. Huch. Und... immer schön mitnehmen. So, kann ich die Warper-Klinge aufwerten, by the way? Waffe. Nee, kann ich noch nicht. 800 muss ich dafür haben. Wieso kam ich auf Steam? Ach so, ja stimmt, wir hatten ja schon... irgendwo da müsste doch... Nee, komme ich nicht ran. So. Schade. Na ja, egal. Egal. Irgendwie kommen wir ja da schon ran. So. Hier wird's lauter. Na, gucken wir mal. Ah, da unten grunzt es. Ich danke dir, Grunzer. Eine Erinnerung. Juhu. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschen. Okay. Danke, Papa, für diese lehrreiche Lektion. By the way, da fällt mir ein, 15 Schnauzen und 15 Erinnerungen, 4 Radularräume und 16 Flaschen. Radularräume? Was waren denn nochmal Radularräume? Ich weiß nur, dass es sie im letzten Level nicht gab. Oh. So war das. Ein ziemlich großer Fisch. Komme ich da einfach so hoch? Ich würde es nämlich ungern hier so fallen lassen. Hier irgendwo. Oh! Da geht's lang. Diese Tiere, wo immer ein Stückchen fehlt, das ist schon ein bisschen eklig. Sollte hier nicht eine Erinnerung sein? Ach doch, da. Chris Whittles konnte bisher noch jede Gin-Flasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Okay.
hier noch irgendwas vergessen? Nö. Gut. Und hier schnauzt es wieder. Wo da oben? Ich sehe, dass da Schnauze angezeigt wird. Aber wo ist die Frage? Schnauze. Naja, wir holen uns erstmal den Stern. Aua! Das Ding. So, ach da. Na komm. Geht doch. Schön. Oh, jetzt kann ich meine Warpal-Klinge aufwerten, sehe ich gerade. Einmal die Warpal-Klinge. Ja, bitteschön. Ist das jetzt schon das Mag-Upgrade? Oh, nice. Das war früh. Und die sieht hübsch aus. Guckt euch mal das an. So, dann ab nach oben. Ich erinnere mich an den Let's Player, dem ich hier zugeguckt hatte. Der hat hier die Hälfte vergessen gehabt. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ganz vorsichtig, damit wir nicht runterfallen. Eine lange Rutschpartie. So. Haben wir hier irgendwas Lustiges? Nö. Nichts Lustiges da. Oh. Ein Kampf. Aua. Autsch. Komm schon. Thank you.
Das war jetzt ein sehr unangenehmer Kampf. Nicht, weil er unangenehm im Sinne von unangenehm war, sondern weil meine Nase die ganze Zeit gejuckt hat. Das war sehr unangenehm. So, das war es aber auch wieder für diese Folge. Bis zum nächsten bei LLS Madness Returns. Bye, bye.